Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich begrüße heute Dirk Habeck zum Interview bei SD Talk. Er ist Chairman bei Rocktec Lithium. Rocktec ist ein deutsch-kanadisches Cleantech-Unternehmen mit großen Ambitionen. In 2 Jahren will es die erste Fabrik für batteriefähiges Lithiumhydroxid in Europa in Betrieb nehmen und bis Ende des Jahrzehnts für die hiesige Elektroautoindustrie zum führenden Anbieter des Rohstoffs werden. Herr Habecke, ich finde persönlich Ihre Studien- und Berufslaufbahn erstmal hochinteressant. Sie haben Journalistikstudium gemacht an der TU Dortmund und danach sind Sie von größeren Wirtschaftsmedien zu kleineren gewechselt und in die Freiberuflichkeit. Den gleichen Weg habe ich zufällig auch eingeschlagen. Deswegen würde mich das interessieren, wie Sie sich dann später für den Schritt entschieden haben, ein MBA zu machen und sozusagen an die andere Seite des Mikrofons zu gehen. Danke erstmal für die Gelegenheit, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Ja, das ist in der Tat so, dass ich ursprünglich meine Karriere als Journalist begonnen hatte und auch mein Studium als Journalist und Wirtschaftswissenschaftler parallel gemacht habe. Und das ist damals passiert, weil es genau genommen der Wechsel war vom Journalismus Richtung Unternehmertum und ich bin bis heute Unternehmer. Und Mitte der 90er Jahre, als ich bei der Telebörse bei NTV war, da können sich vermutlich einige Zuschauer noch daran erinnern, das war damals die Zeit des neuen Marktes. Und das war die Zeit, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe als Journalist damals noch und den Finanztreff gegründet habe. Und wir waren die Ersten, die dann in Deutschland Realtime-Kurse umsonst angeboten haben und hatten dann auch immer einen spannenden Wettbewerb. Da waren die anderen Portale, die heute alle noch da sind, wieder wie Wall Street Online, OnVista etc. Und das war die Zeit. Und in der Zeit habe ich halt den Finanztreff gegründet und später an United Internet von Ralf Dommermuth verkauft. Und so kam ich ins Unternehmertum und habe auch danach dann damit immer fortgesetzt und verschiedene Unternehmen immer in neuen Industrien, immer auch mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung aufgesetzt. Und so kam ich letztendlich auch 2010, als ich damals noch eine Bankengruppe in Afrika aufgebaut hatte, in Subsahara-Afrika und schon viel mit Rohstoffen zu tun hatte, bin ich im Jahr 2010 auf das Thema Lithium gestoßen. Das war das erste Jahr damals, als Elon Musk schon sagte, er möchte nächstes Jahr 100.000 Model S verkaufen. Dazu kam es dann leider ja nie zu der Zeit. Aber damals war der erste leichte Anstieg im Lithiumpreis. Und dann haben wir damals mit einer Gruppe von Investoren, auch wieder Unternehmertum, die Rocktec Lithium entdeckt und die Mehrheit der Rocktec schon im Jahr 2011 im Zuge einer Kapitalerhöhung übernommen. Und damals ging es eigentlich nur darum, in Anführungszeichen, das Projekt in Georgia Lake, unsere zukünftige Mine, in Produktion zu bringen. So fing das Ganze an. Und erst die letzten Jahre haben wir uns ja strategisch entschieden, dass wir noch stärker den Fokus setzen auf das sogenannte Downstream-Geschäft, auf den Bau unserer ersten Lithium-Raffinerie, die sogenannten Converter im deutschen Markt. Okay, verstehe, interessant. Sie haben ja im April, haben Sie mit dem Analysehaus Montega gesprochen. Ich habe da diesen Bericht dazu gelesen und habe danach einen Artikel geschrieben mit der Schlagzeile "Knallen im Herbst die Korken". Da wollte ich Sie fragen, ob Sie jetzt gestern oder vorgestern tatsächlich mal angestoßen Die ehrliche Antwort ist nein. haben. Das hat 2 Gründe. Zum einen mal haben wir und ich insbesondere schon seit einigen Monaten gesagt, dass wir mit Partnern wie Mercedes-Benz sehr weit sind. Und das war auch für den Markt offensichtlich. Wir haben ja unsere Rahmenvereinbarung, die erste schon im Juli unterzeichnet und veröffentlicht und auch vor wenigen Wochen im Zuge der Kanada-Reise des deutschen Kanzlers ja ein Letter of Intent sozusagen darauf aufbauen, das war schon deutlich mehr, mit Mercedes unterzeichnet. Trotzdem ist es erstaunlich, dass jetzt die Verkündung des Binding Agreements, dass das genau der Auslöser ist, dass der Kurs natürlich stark steigt. Für mich war diese Transaktion schon lange in den Büchern verbucht. Aber Sie sehen, dass wir im Moment in einem Marktumfeld sind, wo natürlich hervorgerufen ist durch die große Unsicherheit, letztendlich nur die ultimativen Verträge gelten. Und
Das war der eine Grund, weshalb wir die Korken noch nicht haben knallen lassen. Zum Zweiten, wir haben eine große Aufgabe vor uns. Ja, wir bauen hier eine sehr, sehr große Anlage in Deutschland. Wir werden damit sehr erfolgreich sein und auch sehr hohe Gewinne erwirtschaften. Es ist aber eine große Aufgabe. Und wir haben aus meiner Sicht ein Weltklasse-Team in allen Bereichen. Wir haben sehr, sehr erfahrene Manager und Managerinnen hinzugeholt, um das Ganze umzusetzen. Aus den Bereichen Chemie und natürlich aus den Bereichen Marketing. Weil wir verhandeln mit Großkonzernen, ja, die eine Multimilliarden-Market-Cap haben und natürlich auch andere Strukturen als das, was wir haben. Das müssen sie alles vorbereiten. Und wir bringen bestimmt im Moment 10, 15 verschiedene Puzzlestücke zusammen. Davon ist dieser Vertrag mit Mercedes ein wichtiges, aber auch nur eins von vielen. Und in den nächsten Wochen und Monaten werden die anderen Stücke mit zusammenkommen und dann sehen alle, woran wir wirklich arbeiten und wie das Ganze umgesetzt wird. Okay. Ja, ich muss ja selber zugeben, dass ich ursprünglich, als das begonnen hatte, dass man gehört hatte, dass Sie mit einem renommierten deutschen Autobauer sozusagen in Gesprächen sind, hätte ich persönlich mir nicht vorstellen können, dass das so ein Gigant wie Mercedes quasi ist. Ich dachte, vielleicht ist das sowas wie Smart oder was auch immer. Es hat mich schon überrascht und den Markt offensichtlich auch. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass quasi RockTech jetzt, was Sie schon angesprochen haben, dass die Wirtschaftsdelegation der Bundesregierung nach Kanada gereist ist, dass RockTech da so eine zentrale Rolle jetzt in der Zusammenarbeit spielt bei dem Aufbau dieser Wertschöpfungskette? Ich glaube, dass wir das frühzeitig erkannt haben, dass die Elektromobilität kommen wird und dass wir auch frühzeitig erkannt haben, was unser Beitrag dazu sein wird. Ja, das ist keine Geschichte, die man jetzt in einem halben Jahr aufbaut. Und ich habe deshalb gerade ja schon erwähnt, in die Mine eingestiegen sind wir bereits im Jahr 2011 und im Jahr 2016, als Tesla das Model 3 vorgestellt hat und als in China alles elektrifiziert wurde, habe ich damals einige Monate in China selbst verbracht. Damals gab es in Shenzhen zum Beispiel schon 8.000 elektrische Busse, 8.000. Es war völlig klar, dass China sich komplett fokussieren wird auf die E-Mobilität. Einer der Hauptgründe dafür war, dass die Chinesen in einer Technologie weltweit führend sein wollten, die sie nicht von irgendwoher kopieren oder wo sie mal hinterherrennen, sondern wo sie wirklich der Erste sind. Und diese Technologie war damals die Batterietechnologie und die Elektroautos. Und ich bin dann im Sommer 2016 nach Deutschland zurückgekommen, habe mit den Chefs von den großen deutschen Autokonzernen gesprochen, die mir alle gesagt haben, wir bauen keine Elektroautos. Sie wissen, das war noch eine andere Manager-Generation, von denen ist keiner mehr heute im Amt. Und ich habe denen nur geantwortet, bei den Umsätzen, die ihr in China macht, habt ihr keine andere Wahl. Und in dem Moment war mir klar, dass wir massiv jetzt auf das Thema Lithium setzen werden und auch müssen. Und wir haben mit dem Ausbau der RockTech begonnen. Am Anfang haben wir das getan mit den Studien rund um die Mine, mit dem Beginn der Genehmigungsverfahren für die Mine in Kanada. Und im Jahr Ende 2018, damals wurde Diess dann in diesem Zeitraum CEO von Volkswagen und hat bei Volkswagen schon einen großen Wandel herbeigeführt. Und ich hatte damals Gespräche unter anderem mit unserem Wirtschaftsminister zu der Zeit. Und es war eindeutig, dass Europa, insbesondere Deutschland und Frankreich, den Aufbau einer Batterie- und Elektroauto-Wertschöpfungskette fördern wird. Und da gab es im März 2019 auch die ersten großen Förderprogramme auf EU-Ebene. Und das war die Zeit, wo wir uns schon unsere ersten Bewerbungen für diese Fördergelder mit reingereicht haben und uns entschieden haben, in Europa unseren ersten Konverter aufzubauen. Also bereits im März 2019 haben die Vorarbeiten dafür begonnen. Dann machen sie erst Wirtschaftlichkeitsprüfungen, sie machen viele Standortprüfungen. Eine solche Standortauswahl wie die Wahl für unseren Standort in Guben, da brauchen sie 18 Monate ungefähr, bis sie den perfekten Standort finden. Ja. Sie müssen Genehmigungsverfahren frühzeitig starten. Sie müssen die Technologien verstehen, die eingesetzt werden, etc. Und das haben wir halt alles vorgearbeitet. Wir haben das Team aufgebaut. Wir haben bei uns ja Leute an Bord, wie zum Beispiel den Stefan Krause, der ehemalige CFO von der Deutschen Bank und von BMW, der natürlich auch die ganze Autoindustrie sehr gut kennt, und weitere Namen. Das sehen Sie, wenn Sie in unser Board of Directors schauen. Da sind sehr prominente und wirklich auch sehr wissende Menschen drin, die extrem viel Management-Erfahrung haben.
Und wenn dann die Gespräche beginnen mit Konzernen wie Mercedes, aber auch mit anderen Auto- oder großen Batteriezellherstellern, ja, dann schauen die sich natürlich erstmal an, wer ist das Team. Und das sorgt dann dafür, dass da eine große Zuversicht schon mal auftaucht. Und dann starten sie diese Verhandlungen. Und normalerweise, wenn Sie als neuer Anbieter mit einem Großkonzern arbeiten, müssen Sie damit rechnen, dass Sie bestimmt 24 Monate Verhandlungen brauchen, bevor Sie einen Vertrag abschließen. Das ist nichts von 2 Monaten. Ja, das sind Großkonzerne, die langfristig planen, die große Volumina planen, wie Sie ja jetzt auch in unserem Vertrag sehen. Und diese Verhandlungen zwischen den Parteien laufen bei uns zwar keine 24 Monate, wir waren deutlich schneller dafür, weil wir auch in einer sehr aufstrebenden Industrie sind und unser Produkt gebraucht wird. Aber ich wollte das alles mal in diesen Kontext stellen. Ich weiß, dass wir teilweise, wie Sie es gerade gesagt haben, überrascht, dass es so ein großer Name ist. Ich habe teilweise noch Diskussionen, wo wir quasi als Explorationsunternehmen oder Ähnliches angesehen werden. Ja, das ist Unfug. Ja, wir haben eigentlich viel mehr mit einem Cleantech und Chemiekonzern zu tun, als dass wir es mit einem Minenkonzern zu tun haben. Und unser Entwicklungsstand, ja, die arbeiten zum Beispiel für unser Permitting. Da sitzen sie mit bis zu 200 Leuten über 9 Monate dran. Das ist nichts, was ein Explorationsunternehmen macht. Ich sage nochmal, bis zu 200 Leute über 9 Monate, damit sie die Genehmigungsverfahren und die ganzen technischen Details und natürlich auch die Beschreibung der Anlage und so weiter hinbringen. Und das haben wir halt und das hat kein anderer in Deutschland. Okay. Es war ja zu lesen, dass mit der Tätigkeit für Mercedes der Konverter etwa 40% ausgelastet wäre. Und man konnte auch schon im Sommer hören von verschiedenen anderen Absichtserklärungen, die Sie für Lieferung und Abnahme schon verkündet haben. Wie haben sich denn die Verhandlungen seitdem weiterentwickelt? Das Wichtige im Moment ist, dass wir mit Mercedes und mit dem bindenden Vertrag den ersten großen Kunden präsentieren wollten. Und wir haben auch bewusst Mercedes hier gewählt, weil das ein Partner ist mit einem extrem hohen globalen Renommee und weil das auch ein Partner ist, der extrem viel Wert auf die Themen Nachhaltigkeit setzt. Mercedes hat eine Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung letztendlich auch von CO2-Neutralität und wir sind da inzwischen ein Kernbestandteil, ja, um da mitzuarbeiten, diese Strategie umzusetzen. Und das ist genau das, was für uns extremst wichtig ist, ja, weil wir genau in Richtung eines Cleantech und letztendlich, wenn das Thema Recycling im Lithium- und im Batteriebereich reinkommt, da sind wir auch ein Cleantech Circular Economy Unternehmen. Und das ist sehr wichtig für uns perspektivisch. Und das war halt die Rolle und das Wichtige an der Partnerschaft mit Mercedes. Sie können sich vorstellen, dadurch, dass der Lithiummarkt in einer Knappheit ist, dass viele Parteien auf uns zukommen und Interesse haben an unserem Produkt. Wir können vermutlich jetzt schon das Doppelte von unserer Converter-Kapazität verkaufen, wenn wir das wollten. Ja, deshalb planen wir auch gleichzeitig schon die nächsten Converter. Wir haben gesagt, dass wir bis Ende des Jahrzehnts bis zu 5 Converter letztendlich aufbauen wollen in Europa und auch in Nordamerika. Verhandlungen mit anderen Partnern sind die letzten Monate deutlich intensiviert worden. Ich rechne damit, dass wir in den nächsten Wochen bereits mehr Klarheit über noch zusätzliche Partner geben. Aber denken Sie dran, das werden nicht mehr so viele sein, weil wir produzieren 24.000 Tonnen pro Jahr. Mercedes haben wir 10.000 Tonnen mindestens committed. Wir haben andere MOUs, wie Sie das gerade auch schon genannt haben. Und wir sind jetzt halt in der Wahl dessen, wer unsere nächsten großen Partner sind, die mit uns ähnliche strategische Kooperationen auch eingehen wollen, wie das eine Mercedes tut. Okay, zu dem Thema Lithium. Wie läuft es eigentlich bei Ihnen in den Lithiumprojekten in Kanada? Das ist ja scheinbar nicht so schlecht. Sie konnten ja Mercedes davon überzeugen, dass Sie eine konstante und beträchtliche Menge Lithiumhydroxid bis oder ab 2026 liefern können. Das ist völlig richtig. In Kanada, in unserem Projekt, stehen wir jetzt kurz davor, unsere sogenannte Pre-Feasibility-Studie, das ist die Vormachbarkeitsstudie, fertigzustellen. Da werden in den nächsten Wochen Veröffentlichungen kommen. Da werden wir nochmal aufzeigen, was wir im Boden haben, mit welcher Wirtschaftlichkeit etc. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Und was immer unterschätzt wird, ist,
wie viel Arbeit wirklich hinter diesen seriösen Studien steht. Ja. Sie haben dort etliche Partner, auch andere Bergbaukonzerne, mit denen Sie das dann durchgehen, wo Sie genau definieren, wie genau kann das Material aus der Mine rausgeholt werden, wie wird es weiterverarbeitet, wie wird es transportiert. Alle diese Detailarbeiten sehen Sie dann und dann sehen Sie auch die dahinterstehenden Kosten und auch Erlöserwartungen. Gleichzeitig ist das aber auch ein wichtiger Bestandteil des Permittings, der Genehmigungsverfahren. Ein solches Verfahren dauert in Kanada zwischen 5 und 7 Jahren. Wir haben jetzt circa 3,5 bis 4 Jahre bereits daran gearbeitet. Das heißt, wir brauchen noch 1 Jahr ungefähr, bis wir unser Permitting abgeschlossen haben. Und dann werden wir auch sehr schnell in die Konstruktion der Mine gehen. Also wir planen hier sehr stark, unsere Zeitachsen einzuhalten. Und dann auch, das war eine strategische Entscheidung, die wir vor 1,5 Jahren ungefähr getroffen haben, dass wir kein Minenmaterial, was wir produzieren, vorher in den Markt bringen wollen, sondern unser Minenmaterial ist für unsere eigenen Konverter, ja, sodass wir halt das Ziel haben, dass wir die Mine und den Konverter gleichzeitig in Produktion bringen. Und auch hier ist es für uns sehr wichtig, dass wir alle Nachhaltigkeitsaspekte verfolgen, dass wir auch alle sozialen Aspekte verfolgen. Wir haben in Kanada zum Beispiel um uns herum einige der sogenannten First Nations, ja, mit denen wir Hand in Hand arbeiten, mit denen wir seit unserem Einstieg im Jahr 2011 permanent gute Beziehungen haben, die wir auch teilweise einstellen werden, also die Mitglieder der First Nations als Mitarbeiter bei uns, ja, die dann als Berater bei uns agieren etc. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass sie in ihrer lokalen Community vernetzt sind, ja, und wirklich auch für die Menschen, die dort leben, Wert generieren. Das ist ein großes Ziel von uns. Okay. Es ist ja so, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, Sie verfrachten dann geplant das geförderte Rohmaterial, das etwa 2% Lithiumanteil hat, nach Deutschland, um es dann hierzulande in der Konverteranlage, die auch noch zu bauen ist, in batteriefähiges Lithiumhydroxid umzuwandeln. Das würde doch bedeuten, dass Sie im Endeffekt 98% oder so Waste Material dann auch verschiffen. Können Sie den Zuschauern erklären, wie Sie das anstellen, dass das ökologisch und effizient abläuft? Also es ist in der Tat so, dass wir in Kanada ein 6%iges Produkt herstellen, ein 6%iges Konzentrat und das dann verschiffen werden. Wir haben im Moment keine andere Wahl, weil das Recycling noch nicht weit genug ist und weil wir in Europa keine Minen haben. Das wird sich ändern. Ich gehe mal davon aus, dass wir zukünftig für unseren deutschen Konverter auch Material aus Europa bekommen werden und natürlich aus dem Recycling, was uns dann den Transportweg erspart. Trotzdem wird man eine Herausforderung immer haben, so wie Sie das auch geschildert haben. Was ist mit den Beiprodukten? Weil Sie bringen 6% oder zukünftig dann vermutlich ein bisschen höher konzentriertes Rohmaterial da rein. Sie werden aber immer Beiprodukte haben. Und hier haben wir aus meiner Sicht eine sehr elegante und sinnvolle Lösung gefunden, weil wir uns mit diesem Thema auch schon seit Jahren auseinandersetzen. Alle unsere Beiprodukte, die ganzen Reststoffe werden wiederverwertet und gehen letztendlich in die Produktion von Zement und Gips. Und wir haben extra hierfür in Deutschland das Deutsche Lithium-Institut aufgebaut. Das sitzt in Halle, zusammen mit der Universität in Halle und zusammen mit strategischen Partnern wie der Knauf, das ist der größte Hersteller von Gipsprodukten weltweit, wie der Schwenk, das ist der zweitgrößte Zementhersteller Deutschlands und die Papenburg-Gruppe. Die Papenburg ist einer der größten Baukonzerne, die wir in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, in der Region rund um unseren Konverter haben und ist auch ein Spezialist für Verwertung letztendlich von Waste Management, also Verwertung von Restprodukten. Und mit dieser Gruppe zusammen, ja, haben wir Prozesse erstellt und sind dann auch dran, die dann unsere Beiprodukte so umwandeln, dass sie direkt in Zement und Gipsprodukte verwendet werden. Das ist auf der einen Seite ein Business Case für uns, mit dem wir noch Geld verdienen. Das ist auf der anderen Seite aber auch ökologisch extrem wichtig, weil wir eine Zero Waste, Null Abfall Strategie verfolgen. Und darüber sind wir sehr glücklich, dass wir da so weit mitgekommen sind. Okay. Ich würde gerne auch über den Konverter in Guben sprechen. An welchem Punkt befinden Sie sich jetzt bei den Vorbereitungen für den Bau? Wir haben jetzt die erste Teilgenehmigung für den Bau haben wir im März diesen Jahres eingereicht.
Und wir rechnen jetzt kurzfristig damit und hoffen darauf, dass wir diese erste Teilgenehmigung bewilligt bekommen und damit quasi mit einem vorzeitigen Baubeginn loslegen könnten. Die zweite Teilgenehmigung für unseren Konverter reichen wir in Kürze ein. Dann wird es noch ein Verfahren vermutlich von knapp 7 Monaten geben, bis das final bewilligt ist. Aber in der Zwischenzeit können wir natürlich unsere Bauarbeiten schon beginnen. Alles, was mit den zivilen Arbeiten zu tun hat, das sind die Bodenarbeiten, das sind Rohre, das sind dann Warenhäuser, das sind Bürohäuser etc., können wir mit der Genehmigung, auf die wir jetzt kurzfristig hoffen, alles schon loslegen. Wir sind auch damit in der Zeitachse, die wir einhalten wollen und auch müssen, damit wir Partner wie Mercedes beliefern können. Ja, es gab eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung. Gab es da Einwände, die man ernst nehmen muss? Dazu darf ich im Moment nichts sagen, aber wenn ich sage, wir hoffen darauf, dass wir kurzfristig eine Bewilligung bekommen, dann ist das, glaube ich, schon ein Teil der Antwort. Ich möchte aber auch noch ergänzen, dass wir natürlich alle Diskussionen, die wir in Guben haben, extrem ernst nehmen. Ich glaube, dass wir an dem Standort Guben sehr, sehr willkommen sind. Wir haben regelmäßige Austausche mit den Bürgern, mit dem Bürgermeister, mit verschiedenen Organisationen in Guben. Ja. Und ich glaube, wir sind der richtige Partner für die Stadt und die Stadt ist der richtige Partner für uns. Und wir haben auch regelmäßigen Austausch natürlich mit allen Naturschutzverbünden etc., weil uns das sehr wichtig ist, zu demonstrieren, wie wenig Wasser wir zum Beispiel verbrauchen, wie stark wir alle Umweltkriterien einhalten, ja, und in der Regel sogar übermäßig einhalten, also über den Vorgaben, ja. Das ist ein wichtiger Aspekt für uns, weil wenn Sie letztendlich für ein grünes Elektroauto Material liefern, dann müssen Sie auch nachweisen können und auch wirklich davon überzeugt sein, dass Sie auch ein grünes Produkt herstellen. Und dazu zählt dann auch der Schutz unserer Umwelt und entsprechende Maßnahmen. Und dadurch, dass wir da so sorgfältig vorgehen und mit allen Parteien regelmäßig in Austausch sind und, glaube ich, auch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen aufgebaut haben, sehe ich uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, im März hat Tesla seine Gigafabrik eröffnet und da waren Leute dabei wie Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, und auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, die haben angekündigt, mehr klimafreundliche Investoren anziehen zu wollen und den Unternehmen keine Steine mehr in den Weg legen zu wollen in dem Genehmigungsverfahren. Gibt es für Sie schon konkrete Zusagen von der Politik, wie Ihr Verfahren verkürzt werden könnte? Aber wir sind mit den Verfahren, wie sie jetzt definiert sind, und mit der Zusammenarbeit mit den Behörden eigentlich sehr zufrieden. Ja, da gibt es für uns überhaupt keinen Grund zu einer Klage. Ja, darüber, das kann ich ganz ehrlich sagen, weil die zum Beispiel die zuständigen Behörden bei uns in Cottbus, ja, wir haben einen sehr offenen Umgang, wir haben einen sehr konstruktiven Umgang. Wenn dann Nachfragen kommen, werden die von unserer Seite direkt beantwortet und umgekehrt. Ja, das empfinde ich als einen hochproduktiven Prozess. Und ich muss auch sagen, dass natürlich diese Genehmigungsverfahren in weiten Teilen auch eine Menge Sinn machen. Weil wir bauen dann nun mal eine sehr, sehr große Anlage hin. Und das ist ja selbstverständlich, dass das geprüft werden muss und dass auch alle Anwohner etc. da das Recht haben, sich das im Detail anzuschauen. Durch die Vorgehensweise, die wir hier wirklich gewählt haben, mit einer sehr offenen Kommunikation und einer großen Transparenz jeweils unserer verschiedenen Schritte, haben wir, glaube ich, den richtigen Weg eingeschlagen. Und wir sind mit den Verfahren und mit der Zusammenarbeit mit den Behörden sehr zufrieden. Okay. Wie stark wirken sich denn aktuell die angespannten Lieferketten und die gestiegenen Rohstoffpreise aus auf das Investitionsvolumen und den Projektfortschritt? Ist da der Produktionsstart Anfang 2024 noch realistisch?
Nein, wir hatten die letzten Monate aber schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges angekündigt, dass unsere Zielvorgabe ist, dass wir im letzten Quartal 2024 mit der Konstruktion des Converters fertig sind und dann mit dem sogenannten Commissioning und dem Hochfahren der Anlage beginnen. Diese Zeitachse sehen wir auch nach wie vor als realistischer. Ja. Wir haben jetzt natürlich zusätzliche Herausforderungen. Einmal auf der Kostenseite. Wir werden auch in den nächsten Wochen eine abgedatete Machbarkeitsstudie für unseren Converter veröffentlichen. Da sind dann aktuelle Zahlen drin, sowohl was die Kosten angeht, die natürlich wie bei allen Projekten gestiegen sind, aber natürlich auch was den Verkaufspreis angeht von Lithiumhydroxid, der seit unserer letzten Studie, als wir einen durchschnittlichen Verkaufspreis von, ich glaube, 12.500 US-Dollar pro Tonne angenommen haben, auf inzwischen 75.000 Dollar pro US-Dollar pro Tonne angestiegen ist. Das heißt, wir haben hier eine mehr als Versechsfachung des Verkaufspreises. Ja. In einer abgedateten Studie werden alle diese Daten reinkommen. Und wir sind bezüglich unserer ganzen Einkaufspolitik sehr zuversichtlich, dass wir auch hier alle Zeitachsen einhalten können. Wir sind mit allen Suppliern im engen Austausch. Ja. Da sind wir völlig on track. Die große Herausforderung ist natürlich die Energiefrage. Und in unserem Konverter ist es so, dass ein Großteil der Energie, bis zu 80%, kommen wirklich von erneuerbaren Energien, von Elektrizität aus Wind und Solar in der Region. Das ist das Wichtigste. Ja. Wir haben bei uns auch eine Gaspipeline auf dem Grundstück und wir gehen davon aus, dass wir auch einen Teil unserer Energie dadurch versorgen müssen, dass wir Gas haben. Dieses Gas, davon muss man jetzt ausgehen, wird dann nicht aus Russland kommen. Ich sage, wird nicht kommen, weil wir reden nicht von heute, sondern wir reden von dem Jahr 20, Ende 24 und 2025. Sondern wir gehen davon aus, dass wir hier mit Flüssiggas, dem sogenannten LNG, arbeiten werden. Sie sehen das unter anderem in Deutschland, aber auch in anderen EU-Staaten, die LNG-Terminals an den Küsten aufgebaut werden. Wir sind direkt an dieses Pipeline-Netzwerk angeschlossen. Und wir arbeiten parallel auch perspektivisch an dem Thema Wasserstoff. Wir hätten natürlich am liebsten eine komplette Wasserstoffversorgung, um Gas komplett zu ersetzen. Wir sind hier in Deutschland noch nicht weit genug, aber die jetzige Situation führt dazu, dass die Investitionen massiv aufgestockt werden und dass auch das Know-how-Investment, also quasi die Umsetzung der Hydrogen-Wasserstoff-Projekte, deutlich beschleunigt ist. Das heißt, realistischerweise können wir vielleicht ab dem Jahr 2027, 2028 auch mit Wasserstoff rechnen, das dann das Gas schrittweise ersetzen kann. Okay. Zu dem Gubner Projekt nochmal. Die Finanzierung ist ja durchaus komplex. Wann rechnen Sie mit dem Abschluss der Verhandlungen da? Wir sind in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen, sowohl auf der Seite der Projektfinanzierung, ja, als auch auf der Seite der Subventionen und als auch auf der Seite von strategischen Partnern, die mit strategischem Equity zusammen mit uns in ein solches Projekt einsteigen. Ja. Ich rechne damit, dass wir bis zum März nächsten Jahres, vermute ich schon vorher, aber wir haben gelernt, dass im Umgang mit Großkonzernen die Zeitachsen immer ein bisschen länger dauern, ja, als wenn sie mit kleineren oder mittelgroßen Unternehmen zu tun haben. Und bei diesen Finanzierungen, über die wir bei uns reden, haben wir es natürlich nur mit Großkonzernen zu tun. Deshalb rechnen wir ein bisschen konservativer mit der Zeitachse. Also in den nächsten Monaten wird das alles zusammenkommen. Okay. Ich würde jetzt gerne noch zu der Aktie von Rocktec kommen. Sie hatten es eben schon angesprochen. Es gab in diesem Jahr dramatische Auf und Abs. Und es ist ja so, dass Sie selbst auch einen erheblichen Teil der Anteile halten. Wie beeinflussen Sie diese Schwankungen persönlich? Wissen Sie, wenn Sie als Unternehmer ein solches großes, zukunftsfähiges und auch ertragreiches Projekt vor Augen haben, dann können Sie sich nicht jeden Tag nervös machen lassen durch steigende oder fallende Aktienkurse. Ja. Sondern wir nutzen im Prinzip unsere Börsennotiz, um verschiedenen Investoren die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen über den Kauf von Aktien. Und ansonsten gehen wir strategisch Schritt für Schritt unser Projekt an, setzen es um, sodass wir letztendlich in der Zeitachse produzieren werden. Ja.
für etwas wie eine Fremdfinanzierung, zum Beispiel die Projektfinanzierung oder für Subventionen, spielt der Aktienkurs eine relativ untergeordnete Rolle. Und für die Finanzierung jetzt von unserem eigenen Equity-Anteil in einen Konverter oder eine Mine, ja, haben wir natürlich zum einen mal die Holdinggesellschaft, die jetzt an der Börse gelistet ist. Aber wir haben ja natürlich auch die Assets selbst, nämlich die Mine und den Konverter. Und das ist durchaus von großem Interesse von uns, hier die Diskussion, die wir im Moment haben, mit globalen Konzernen intensiv fortzusetzen, die sich auch eine Beteiligung direkt an einem Konverter oder direkt an der Mine vorstellen können. So kaufen wir uns auch zusätzliches Know-how ein, ja. Und so kriegen wir dann halt die Equity-Finanzierung über einen Anteil über den Verkauf eines Stakes, zum Beispiel in unserem Converter, herein. Das macht alles eine Menge Sinn in dieser Form, und die Aktienkursentwicklung ist da eigentlich nur am Rande. Natürlich ist es trotzdem so, wenn Sie Unternehmer sind, freuen Sie sich natürlich über steigende Aktienkurse. Wir haben insgesamt global sehr, sehr brutale Aktienmärkte gehabt, und ich habe es ja am Anfang erzählt, dass ich als Finanzjournalist schon Anfang der 90er Jahre begonnen hatte. Ich kann Ihnen sagen, dass ich eine solche Börsenphase wie die, in der wir jetzt sind, noch nie erlebt habe. Also das ist jetzt seit über 30 Jahren, dass ich hier an Märkten aktiv bin. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und da ist es normal, dass natürlich die Aktienkurse runterfallen in Technologiebereichen. Wenn Sie sich den Immobiliensektor anschauen, Sie kriegen Immobilienaktien inzwischen für eine Bewertung von 10% des Assetwertes. Ja. Und vor dem Hintergrund stehen wir als Rocktech natürlich gut da, weil wir ein sehr zukunftsträchtiges Projekt haben, auch wenn wir starken Schwankungen unterliegen. Ich bin davon überzeugt, dass mit den Meldungen, die wir in den nächsten Wochen vorhaben, die mehr und mehr das Bild auch der Umsetzung, an der wir arbeiten, immer klarer machen wird. Das wird unseren Börsenkurs schon gut unterstützen. Okay. Sie sind seit 2014 Chairman bei Rocktech Lithium, und Sie haben davor auch schon ein paar andere Positionen bekleidet. Wie weit wollen Sie denn den Weg mit Rocktech noch mitgehen? Na, das ist ein sehr spannender Weg. Ich werde dir noch eine ganze Weile mitgehen. Das ist das bisher spannendste Unternehmen, das ich mit aufgebaut habe und an dem ich beteiligt bin, weil wir eine komplett neue Industrie gestalten. Also dieser Wandel, den wir im Moment in der Autoindustrie sehen zur Elektromobilität, aber auch die Bedeutung von Speicherung von Energie, die jetzt jedem in dieser Energiekrise immer klarer werden, dafür ist Lithium jeweils das Kernelement. Und unser Geschäft ist so spannend, weil wir gleichzeitig mit Themen wie Mining, wie Recycling, wie Optimierung von chemischen Prozessen und von großen Anlagen reden und gleichzeitig natürlich auch in einer so unglaublich spannenden Industrie sind, die von Unternehmen wie Tesla vorwiegend geprägt wurde. Ich kann mir im Moment nichts Spannenderes vorstellen, und dieser Umbruch, der wird uns noch die nächsten 25 Jahre begleiten. Und wir sind jetzt erst in der Startphase. Ja. Und daran sehen Sie auch, unser Ziel ist, die Rocktech zu einem sehr, sehr großen Unternehmen zu entwickeln. Ich war vor kurzem in Australien. Wir haben uns dort mit den Management-Teams von den großen Lithium-Minen getroffen, die inzwischen alle eine Marktkapitalisierung haben zwischen 10 und 20 Milliarden US-Dollar. Ich kenne viele von denen noch aus dem Jahr 2016, 2017. Da haben die eine Bewertung gehabt von 150 Millionen. Und wir stehen jetzt im Moment bei einer Bewertung von ungefähr 240 Millionen US-Dollar, Euro. Ja. Und ich halte das alles andere als ausgeschlossen, dass wir genau diesen Weg gehen. Und bei uns wird dieser Weg in den nächsten Jahren sehr schnell passieren, weil je näher wir an der Umsetzung der Produktion sind, ja, desto klarer wird es den Marktteilnehmern, was wir hier wirklich tun. Und natürlich der Vertrag mit Mercedes war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ein wichtiger Proof of Concept auf diesem Weg. Okay, ja, ich werde dann durch mit meinen Fragen. Herr Habeck, vielen Dank für das offene und angenehme Gespräch, und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt. Vielen Dank noch einmal, und alles Gute Ihnen auch. Ciao.